Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Full Throttle Remastered. Ich bin Perudo und wir müssen nochmal zurück zu dem Souvenirladenverkäufer. Der war, glaube ich, hier. Nicht drängeln, Leute, hier ist genug für jeden da. Jetzt benutzen wir die Batterie. Hier seid ihr richtig. Offizielle Corley Motors Smashatorium Souvenirs. Das sollte es wieder zum Leben erwecken. Sicher, sicher. Ach ja, jetzt. Dreh einfach mal eine Runde. Nur bleib in Reichweite damit. Ja, natürlich. Jetzt geht's nicht mit leeren Händen. Ein bisschen schwierig. Kommt schon, nicht alle auf einmal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wo komme ich hier durch? Okay, das ist weit genug, Mann. Nein. Bring ihn wieder zurück. Ja, gleich. Hey, nicht da rein. Jetzt sieh mal, was du angerichtet hast. Der Eingang ist auf der anderen Seite der Fabrik. Warte, mein Kleiner. Daddy kommt sofort. Och, der Daddy. Jetzt gibt es nur noch mich und die Kaninchen. Ah, okay, dann kommt doch noch nicht das Derby. Ja, dann ist es ja klar, ne? Auf zu den Walschers. Schnapp dir das Bike, Ben. Ich habe den Eindruck, dass er jetzt ein bisschen flotter geht, als er über die Schlucht springen sollte. Ja, konnten wir noch ein Stückchen Kuchen essen und eine Tasse Tee trinken. So gemütlich, wie er da stolziert ist. Ja, jetzt kommt eigentlich so das Dritte, was ich so bemängeln müsste. Also das Erste sind tatsächlich die Straßenkämpfe, wobei ich die gar nicht mehr so schlecht fand. Also die waren jetzt auch nicht schwer oder ich hatte irgendwie besonders Glück gehabt, das keine Ahnung. Feld. Nein, oh Gott. Das neu bepflanzt worden. Nette kleine Vultures. Da bin ich mit meinem Finger an das Beste gekommen. Das Zweite ist eigentlich, dass ich diese Hasen hier, das finde ich ein bisschen... Ja. Und das Dritte ist einfach das Autoderby. Aber ansonsten freue ich mich. So, 12 Stück. Auf geht's. Ach je. So. Ich lehne mich zurück. Genießt die Szenerie. Das ist überhaupt 12 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich zähle nur 8, aber. Ne, nur 6 sogar. Sieben sind's. Ich glaube, das bringt, glaube ich, nichts, oder? Das ist jetzt nicht bis da hinten hin. Kaninchenkiste. Ich glaube nicht. Warum nicht? Nein, ich habe nichts mehr. Verdammt. Und jetzt? Vielleicht werde ich jetzt von denen gesehen oder so. Nein. Was ist das? Minenfeld? Ich frage mich, wie sie es so glatt bekommen. Ja, das frage ich mich auch. Was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich habe was verkehrt gemacht. Ja. Verdammt, schon wieder einer. Ja, ich glaube, das war verkehrt. Es waren auch nicht 12 Stück. Vielleicht muss ich die einzeln ins Verderben schicken. Das wäre aber gemein, wenn ihr das... Wenn es tatsächlich so wäre. Aber wie kriegt man eine... Ja, es ist wieder da, siehst du? Es sind 12 Stück und es waren definitiv keine 12. Aber wie kann ich die denn einzeln... da rausholen? Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen Pelz. Ich heb mir die Kette für meine Freunde auf der Old Mine Road. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Wie können wir die Kaninchen einzeln da rausholen? Also, die Sounds echt gut. Also,
gute Sache. Da ist eigentlich voll eklig hier. Vorne rechts ist hier, da war eben so ein Skelett. Warte mal, wie können wir das denn machen hier? Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Wie kann ich das machen? Warte mal. Geh mal weg. Ach, geh weg. Nein. Ich will keine von diesen Dingern auslösen. Ja, das möchte ich auch nicht. Ich will nicht die ganze Kiste haben. Wie kann man das machen? Das ist eine ganze Kiste voll mit diesen pelzigen Viechern. Warte mal. Vielleicht muss ich einfach nur aus dem Bild raus und da ist wieder eine Kiste mit Häschen. Dass wir quasi ganz viele Kisten brauchen und nicht die einzelnen da. Also versuchen wir nochmal unser Glück beim Souvenirladen. Nee. Okay. Kann ich die mitnehmen? Der spielt ein bisschen. Okay. Nein, macht nicht so viel Spaß ohne das Auto. Definitiv. Kann ich das mitnehmen jetzt? So ein schönes T-Shirt. Deine Souvenirs. Ich habe genug Narben, die mich an diesen Trip erinnern. Okay. Was habe ich eben verkehrt gemacht? Oder ich muss das machen und der dachte sich, diesmal mache ich nicht den Fehler, mache alle auf einmal. Also versuchen wir es nochmal, einfach die Kiste auf die Minenfelder. Bremsquietsch. Jetzt gehen wir mal, soweit es geht, ins Minenfeld rein. Trau dich? Ich glaube nicht. Ich auch nicht, aber wir versuchen es einfach. Nee, es geht wieder zurück. Na. Ah, warte mal. Ah, okay. Ah, das ist aber blöd. Können wir einfach mitnehmen. Dann lassen wir mal eins laufen. Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, da ist auch die Frage geklärt mit den mehreren. Okay. Das habe ich noch nicht irgendwie. Das kriege ich irgendwie nicht hin. So, warten wir mal ab. So, dann gehen wir hier hin. Nein. Doch. Du gehst da hin. Ich will keine von diesen Dingern. Na gut. Dann das nächste Kanickelchen. Das ist irgendwie uncool. Was habe ich eins verplempert? Hä, was macht der denn da? Ich glaube nicht. Ach komm, geh mal ein bisschen weiter. Ich glaube nicht. Ja, ist ja gut. Kann man schon wieder von vorne anfangen? Nein. Ah, verdammt, das war blöd. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert, sonst müssen wir es gleich nochmal neu machen. Dum, 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 dum. So, geh ein bisschen nach vorne. Noch ein bisschen, Ben. Na los. Haben nicht mehr so viele. Ich hasse Ich mag eigentlich Überraschungen. Nur keine Überraschungspartys. Die kann ich nicht leiden. Vergleiche 18. Geburtstag. So, gehen wir ein bisschen nach vorne. Sehr gut. Ne, das wird nicht mehr reichen. Ich hasse über. So. Ne, hat nicht geklappt. Häschen, los, komm.
Gut, Gott sei Dank, hat geklappt. Das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe, Susi. Bist du sicher? Ja, das ist der Kerl, der meinen Vater umgebracht hat. Nein. Okay, Walchers, spannt ihn auf. Geil. Los, erledigt ihn. Schnell. Hör zu, Mo. Du machst einen großen Fehler. Oh, Ben, du hast recht. Wir sollten das nicht schnell erledigen. Die Sache sollte sich noch ein bisschen ziehen. Was denkst du, Susi? Hey, ich habe heute noch nichts vor. Ihr habt sie gehört, Kinder. Lasst uns das hier durchziehen. Durchziehen. Yeah. Oh. Okay. Dein Vater. Wag es ja nicht, von meinem Vater zu reden, du Bastard. Corley und ich. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Malcolm will. Ich sagte halt die Klappe über meinen Vater. Okay, das reicht jetzt. Noch nicht ganz. Ich habe nichts zu tun damit, ehrlich. Du hast nichts zu melden, ehrlich. So langsam verliere ich die Geduld, Maureen. Du bist dabei, viel mehr zu verlieren. Okay, das reicht jetzt. Noch nicht ganz. Wie geht denn das jetzt? Lass mich gehen, oder? Oder was? Ah, okay. Was mache ich denn jetzt am besten? Den Laden hier auseinanderreißen. Ich werde den Laden hier auseinanderreißen. Ironische Wortwahl, Ben. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dir die Polecats auf den Hals schicken. Die Polecats sind im Gefängnis, Ben. Du hast sie selbst reingebracht, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie das Restliche geht. Lass mich gehen, oder? Oder was? Ich werde dich beschimpfen. Ich werde dich beschimpfen. Oh, wie denn zum Beispiel? Oh, okay. Warte. Wirbelwind. Woher? Wo hast du das gehört? Dein Vater. Er hat es mir kurz vor seinem Tod erzählt. Du hast meinen Vater niedergeprügelt und dann mit ihm über alte Zeiten geplaudert? Ich hab ihn nicht umgebracht, sondern Rip Burger. Jemand hat es fotografiert, aber die Kamera ist gestohlen worden von demselben Kerl, der hinter dir her war. Ich habe den Film noch. Gut, dann entwickel ihn, okay? Solange ich noch in meine Kleider passe. Okay, du bleibst hier. Hey! Tut mir leid. Ja, ist schon in Ordnung. Tut mir leid. Ich werde diesen Rip Burger erwischen, selbst wenn ich dabei draufgehen sollte. Nein. Wir müssen Rip Burger auf der Aktionärsversammlung bloßstellen. Auf diese Weise können wir ihn absägen, meine Gang aus dem Gefängnis holen und deinem Vater seinen letzten Wunsch erfüllen. Du übernimmst Corley Motors. Rip Burger hat die Aktionärsversammlung abgesagt. Er hat vor der Presse erklärt, es würde keine Versammlung geben, solange die Mörder nicht vor Gericht stehen. Also keine Aktionärsversammlung, bis wir beide tot sind? Das ließe sich einrichten. Okay, dann mal los. Inszenierung von Bens und Maureens Tod. Akt 1, Szene 1. Adrian Ripburger, in einem verzweifelten Versuch, Maureen aus ihrem Versteck zu locken, hat sich folgenden Versagerplan ausgedacht. Der erste Preis des heutigen Demolition Derbys ist eine uralte Hardtail, die Mo mit ihrem Vater wieder in Schuss gebracht hat. Rip hofft, dass sich Mo in einem Anfall sentimentaler Anhänglichkeit besagtes Bike unter den Nagel reißen will. Also spielen Ben und Mo einfach mit, verkleiden sich und nehmen an dem Demolition Derby teil. Dies endet allerdings tragisch, indem ihre Autos explodieren und beide für tot erklärt werden. Frage.
Bitte hebt euch Fragen bis zum Schluss auf. Die Explosion in Moos Auto wird nur durch eine direkte Frontalkollision mit Bens Auto ausgelöst. Dieser Schleudersitz bringt Mo rechtzeitig raus und sie landet mit ihrem Fallschirm in Sicherheit. Glaubst du nicht, dass irgendjemand sieht, wie sie aus dem Wagen fliegt? Nein, alle werden nur auf dich gucken, wie du in Flammen stehst. Ja, das ist eine weitere Frage, die ich habe. Wenn dein Wagen explodiert, wirst du brennend herausklettern und im Stadion rumrennen und so das Publikum ablenken. Was? In deinem süßen kleinen Asbestanzug, versteht sich. Versteht sich. Toller Plan. In Ordnung, dann wollen wir euch Schätzchen mal in die Luft jagen. In Ordnung, Leute. Schmeißt eure Hotdogs weg, denn hier im Corley Motors Smashatorium wird es langsam Zeit für den ultimativ blutrünstigen und gewalttätigen Demolition Derby Amateurmarathon. Yeah! Und jetzt stelle ich euch unsere Gladiatoren vor. Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er zieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmolley! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang für die Show heute Abend reinbekommen. Ein tödlich aussehendes Gespann, bekannt als die Bum-Bum-Brüder. Versuch jetzt mal umzuhauen, Mofa-Mann. Also dann, seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Das Demolition Derby anfangen! Ich bin doch gar nicht bereit. Wo stehst du, Ben? Warte, Mo. Ich komme schon. Ach hey, ich weiß ja nicht, wie das geht hier. Ich weiß nur, dass das schrecklich scheiße war. Ist verreckt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs einen Glasschaden. Oh. Okay, dann machen wir es noch. Nein! Hallo? Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. So, okay, dann nochmal über die Rampe. Nein, was machst du denn? Komm hier rüber und ramm mich. Ja, ist ja gut. Wo bist du denn? Ah, hier ist noch eine Rampe. Warte mal. Ach, der Blau ist echt ein bisschen nervig hier. Okay. Der ist ziemlich nervig. Komm her. Gelbe Maus. Okay. Ben, ich kann den anderen Autos nicht ewig ausweichen. Ja, ich weiß, Schätzchen. Kann ich hier irgendwas drücken? Nee. Der lässt mich einfach nicht vorbei. Da oben ist Sam und Max Zeichen. Ne, das ist so programmiert, dass ich da anscheinend gar nicht vorbeikomme. Ich muss noch irgendwas anderes machen. Was macht denn der Grüne da? Wo ist denn der Grüne eigentlich jetzt hier hin? Da, den brauche ich hier. Komm her. Stuff.
sah das früher aus? Ach du lieber Gott, noch schlimmer. Nee, der lässt mich da nicht vorbei. Ist das eigentlich Öl oder was ist das hier? Matsch? Hm. Oh, das kann schon um Stunden handeln. Ja, fast, 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 fast. Fährt immer im Kreis da vorne oder was macht die da? Hm. Kann ich irgendwas machen? Ne, falsche Taste, wollte ich doch gar nicht. Nö. Tab vielleicht? Wie komme ich denn? So, den braunen habe ich jetzt besiegt. Muss ich vielleicht den grünen noch besiegen? Der ist echt auf mich. Uah. Komm ich nicht dran. Komm ich nicht vorbei. Vielleicht jetzt über die Rampe? Warte mal. Ich meine, ich stehe nicht umsonst da, die Rampe, ne? Anscheinend steht es umsonst da. Ja, ich muss mal eine kleine Pause machen. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Beim Demolition Derby sozusagen. Ja, die Soundeffekte sind leider sehr, sehr laut. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt ein bisschen hier reduzieren kann. Ich guck mal. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.